Heute reagieren wir wieder auf Shorts. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr noch mehr Shorts sehen wollt. Und wir fangen direkt an mit den Shorts. Wie viele Kalorien ich essen darf. Also musste ich 100 Kalorien essen. Das war ein Ei. Dann habe ich eine 2 gewürfelt, also 200 Kalorien. Aber das Krasse ist, die Kalorien von der Runde davor werden immer dazu gerechnet. Also musste ich 300 Kalorien. Okay, 300 Kalorien. Ich sehe einen Käsekuchen und ich sehe, dass er Nutella in der Hand hat. Essen. So ein Stück Cheesecake hat 300 Kalorien. Hab mit einer Wasserpistole in die Fresse bekommen, weil ich mit Nutella schummeln wollte. Dann kam 200 Kalorien dazu, macht insgesamt 500 Kalorien, also musste ich einen Big Mac essen. Big Mac hat, glaube ich, mehr. Big Mac hat 600, glaube ich. Egal. Jetzt 600? 600 Kalorien mehr sind 1100 Kalorien. Ein Döner, 1100 Kalorien, ich dachte 700. So viel hat ein Döner und der sah echt perfekt aus. Boah, echt dann krass. Bin ich auf den Baum geklettert und habe 200 Kalorien gewürfelt, sind also Pizza, insgesamt jetzt 1300 Kalorien. Hab kurz den Monkey D. Ruffy gemacht und anschließend eine 1300 Kalorien. Boah, geil. Pizza mit Aioli verdrückt. Zu den 1300 Kalorien kamen nochmal 500 Kalorien, das sind insgesamt 1800 Kalorien. Okay, was ist da jetzt? Kalorien. So viel haben 4 Camembert mit Preiselbeeren und ein Ben & Jerry's. Dann hatte ich nur 2 und hätte somit 2000 Kalorien essen müssen. Das ganze Video seht ihr auf. Boah, krass. Aber coole Idee eigentlich, oder? Finde ich cool. Tausche Glasreiniger gegen Powerade und trinke es, um die Reaktion meines Freundes zu sehen. Mal sehen, ob das jetzt so ein RTL-Schauspielakt wird wie bei den letzten Shorts-Videos. Mal gucken. Oder ob es wirklich mal was Echtes ist. Das fühlt sich irgendwie voll falsch an. Ihr Lieben, ich mach gerade eine Story. Wo sind die Shorts so leise heute? Ihr Lieben, ich muss euch was erzählen. Ich bin ja so ein, ich putze wirklich alles mit Glasreiniger. Wirklich, es ist egal was, ich putze alles mit Glasreiniger. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber letztens habe ich mich so gefragt, wie das wohl schmeckt, ne? Und habe ich es probiert und es war echt, echt geil. Was? Es war richtig geil. Ja, okay, RTL-Schauspieler wieder am Start. So? Schatz! Warte, ich mach gerade eine Story! Ey, und das hat so geil geschmeckt, so Digga! Leute, ich finde, wenn das ist hat, gut. Durst manchmal, ne? Hä, wir und fallen fast darauf rein. Auf und nimmt sich so einen Hieb. Hey, Schatz, was machst du da? Was machst du da? Bist du bescheuert? Warum bescheuert? Hast du einen Glasreiniger getrunken? Wenn man richtig geputzt ist, hat man manchmal Durst. Ja, dann trink. So würde kein Mensch reagieren. Niemals. Das ist ein Apfelsaft. Für mich ist das ein Alleskönner. Iman, das ist Glasreiniger. Das ist hochgiftig. Du kannst doch nicht einfach Glasreiniger trinken. Bist du bescheuert? Das ist einfach ein Alleskönner. Ich nehme das einfach auch zum Trinken. Okay, ich bin mir sicher, dass die Kommentare auf meiner Seite sind heute mit, oh Mann, RTL-Schauspieler wieder. 2 gute Schauspieler, weiter so, überreicht der Pom der Packung einen Oscar. Wenn das Kinder sehen, oh Mann. Vor allem, er sagt nicht Wasser, nein, er sagt, trinkt Apfelsaft beim was? Da, also so welche Shorts, ne, die nee, das ist Käse. Ich hatte halt eine Brille an, plus ich habe einmal ein Knie gegen die Nase bekommen und hat meine Nase angefangen zu bluten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass meine Nase geblutet hat. Das mit der Brille, da habe ich hier irgendwo habe ich hier eine Narbe. Oh, man sieht sie. Seht ihr das? Seht ihr diesen Schnitt? Wow. Das ist von der von meiner Brille. Ich habe früher eine Brille getragen. Den Schnitt sieht man sogar. Ich habe eine Brille getragen und jemand hat halt einfach, es stand halt so random da. Und irgendwann hat einfach jemand halt so sich gedacht, ich werfe jetzt mal einen Kopf, aber ich treffe nicht und mach. Ein Airball. Haben wir voll ins Gesicht. Ja, kann ja mal passieren, ne? Ist mir auch schon öfter passiert mit dem Airball. Und dann ist es so, die Brille hat Metallriemen, beziehungsweise Metallstange in der Mitte, dann runter, geblutet etc. Ich hatte halt eine Power. Armer Honeypoo. Ich melde mich bei dieser Seite an. Ich brauche einen Benutzer. Das ist der beste Teil. Fabi, dein... Ah, Geburtsjahr. Das ist clever. Nicht frei, dann Fabi 93 X. X ist coolster Buchstabe. Auch nicht frei. King Fabi 93 X. Es wird immer mehr cringe. Status zeigen. Auch nicht frei. King Fabi 93 XX Boss Berlin XXXX. Alter. Wohnort und 7-mal noch den coolen Buchstaben. Nicht frei, Alter. Was soll ich? King Fabi 93 XX Boss Berlin 7-mal X. 5554. Ah, wahllose Buchstaben. Auch nicht frei. Wie soll ich das noch? King Fabi 93 XX Sport Berlin 7 X 5554 Rätsel Emoji Badewanne Emoji Koordinaten für den nördlichsten Punkt des Aralsees in Kasachstan URL für eine Waschmaschine bei Amazon und freigestelltes Bild von Knossi bei Seven vs Wild. Kurz, prägnant, nur erlaubte Symbole benutzt. Nicht frei. Schau mal, manchmal schlägt die Seite dir so einen freien Nutzernamen Versuchen vor. Versuchen Sie es einmal mit Fabi 93 Y. Ah, Y, deutlich weniger cooler Buchstabe. Fabi 93 Y. Nicht frei? Warum schlägt sie es mir dann vor? Alter, ich bereue richtig, dass ich mich entschlossen habe. Ich melde mich bei dieser Seite. Hä? Ich bin so verwirrt gerade. Das ist sogar die Verwirrung verwirrt. Hilfe. My first.
oh mein Gott, jetzt check ich es. Das erste Mal verliebt mit 11, mit 14 hat er einen Freund an seiner Seite. Dann hat er mit 15 zuerst mal getrunken, nie geraucht. Mit 12 hat er zum ersten Mal Nudes gepackt. Er hat mit 12 schon Bilder von seinem Pipi-Mann gemacht. Mit 17 mal rasiert. Noch nie andere Drogen außer Alkohol genommen. Mit 15 hat er sich in einen anderen Jungen verliebt. 18 war er Polizist. Nee, war er Polizei, sorry. Er wurde verhaftet. Strafe. Okay, ich hatte mal. Mit 18 hat er seinen ersten Corny Porno gedreht, glaube ich. Mit 6 hat er angefangen mit Fußball. Und mit 10 hat er. Holz gefällt? Digga, das Video hat ja nicht mal ein Like und ein Dislike, aber 7000 Kommentare. Die Kommentare, weird Button. Cool. 22.000 Likes hat dieser eine Button. Und das Ding selber hat keine Likes. Der wurde einfach geratiert von den Kommentaren. Dieser YouTuber spielt Valorant und Call of Duty mit den Switch Joy-Con Controllern und ist einfach besser als dein Teammate. Lord Hexquad hat es tatsächlich geschafft, mit Hilfe von Bluetooth-Adaptern und irgendwelchen Programmen seine Switch-Joy-Cons zu verbinden und nimmt jetzt die Shooter-Szene auseinander. Das Internet liebt es. Und für die, die denken, er faked alles, ich meine, er erklärt 1:1 die Steps, wie man es nachbauen kann und komm, als ob er sich jetzt jeden einzelnen Move genau merkt und dann hier die Armbewegungen nachspielt, so. Guck mal hier, er berührt es und also die Millisekunde, jetzt komm, ist nicht immer alles gleich fake. Ist mit Motion-Controllern spielen besser als Controller, aber immer noch schlechter als Maus? Schlechter als Maus. Kann mit Maus nicht mithalten, mit Controller-Nummern glaube ich auch nicht, aber krass, wie er das... Diese Typen ziehen euch richtig ab, wenn ihr nicht aufpasst. Wer kennt sie nicht? Die berühmten türkischen Eisverkäufer, die für großen Spaß und Begeisterung sorgen. Ihre Kunden mit kleinen Schaueinlagen zum Lachen bringen, aber euch eben auch geschickt abziehen. Dieses Video zeigt euch, wie ihr Scammer direkt erkennen könnt, die Situation unter Kontrolle bringt und zu welchen Läden ihr lieber gehen solltet. In der Türkei solltet ihr grundsätzlich nie in Restaurants oder Läden gehen, wo keine Preise draufstehen. Auch bei Aktivitäten... Oh, true, wenn keine Preise draufstehen, stimmt, wird man schnell... Oder gehen, anderen Sachen verhandelt... Ich würde immer fragen, wie teuer, obwohl, nee, eigentlich frage ich nie, wie teuer, ich zahle einfach. Immer im Vorfeld den Preis, sonst wird es teuer. Scammer erkennt man häufig daran, dass sie ihre Preise mit einem Taschenrechner eingeben. Die Eisverkäufer machen es geschickt. Sie halten euch das Hörnchen einfach hin. Und wenn ihr es nimmt, ohne vorher den Preis zu verhandeln, seid ihr in die Scamfalle getreten. Ich habe es natürlich nicht genommen, aber guck mal, wie penetrant er drauf besteht. Im Nachhinein wird nämlich dann ein Preis verlangt, der deutlich höher ist als normal. Seid immer freundlich und respektvoll, aber sträubt euch nicht hart zu verhandeln. Denn es ist kein schönes Gefühl, abgezogen zu werden. Geht immer nur in Läden, wo ihr die Preise vorher sehen könnt und das Wichtigste, genießt euren Urlaub. Ich war noch nie im Urlaub. Warte ich schon mal im Urlaub? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man so im Urlaub ist. Ich meine, klar, ich war jetzt schon auf Madeira, habe auf Madeira gelebt, aber das war ja kein Urlaub per se. Ich habe da nämlich gelebt und habe da halt gearbeitet, deswegen weiß ich, ob man das als Urlaub sehen kann. Ich habe da halt einfach meine Sachen gemacht, wie jetzt auch. Aber I don't know, ob es Urlaub ist dann am Ende, oder? Nur weil es eine andere Stadt ist. Es gibt ja, also beziehungsweise auch ein anderes Land. Ich meine, wenn man auch selber jetzt, wenn jetzt Leute nach Deutschland kommen, ist es hier auch Urlaub. Aber ich habe da gewohnt, deswegen ist es kein Urlaub, oder? Oder war es Urlaub? Eigentlich nicht, weil ich habe gearbeitet. Da war meine Ist es Urlaub oder nicht? Ich weiß es nicht. Da ein Video postet. So, was gibt's denn so Neues? Oh, Rockstar, oh, wenn Gott, die, wenn die was haust, ist wichtig. Ich muss die Jungs anrufen. Direkt GTA 6. Hallo? Lukas, es ist soweit. Was meinst du? Rockstar hat ein neues Video gepostet. Trommel die Jungs zusammen. Das hast du auch schon die letzten 20 Mal gesagt. Nein, nein, diesmal wirklich. Warum sollte es diesmal anders sein? Ich hab's einfach im Gefühl. Ich weiß es einfach. Na gut, ich komme. 12 Sekunden später. Seid ihr ready? Jetzt bin ich hyped. Let's go. Sichere dir jetzt das neue fliegende Auto in GTA Online mit noch mehr Feuerkraft, noch mehr Munition. Warte, ich kann es erklären. Du kleiner Huren... Einfach für GTA 5. Ich muss wieder wegziehen, weil ich aus... Ich besichtige drei Wohnungen. ...sehen meine Adresse geleakt habe. Deshalb habe ich heute drei Wohnungsbesichtigungen in Berlin. Ich habe mir im Zug schon meinen zweiten Kaffee gegönnt und da ich zu früh da war, habe ich mir noch einen dritten Kaffee gegönnt, der übrigens mega lecker war. Und dann kam noch Marvin, um mit mir abzuhängen. Ah ja, so schaut übrigens ein Verkehrsunfall... Ha? Berlin, was ist da los? ...in Berlin aus. Und dann ging es auch schon los. Die erste Wohnung hat leider voll die kleinen Zimmer, wo nicht mal ein Doppelbett reinpasst. Voll teuer bestimmt die Wohnung, die er sich da anguckt. 100 Pro. Dachterrasse. Trotzdem wird es dir nicht. Die zweite Wohnung ist eigentlich mega nice. Die gefällt mir richtig gut. Vor allem die Küche, schaut sie euch nochmal an. Digga, wenn das Berlin ist, dann sind die wahrscheinlich mies teuer, die Wohnung. Hä, wie viel Geld hat der Junge? Der Vermieter meinte auf einmal, dass die Miete 3.500 Euro... Sag ich doch, mies teuer. 3.500. Würdet ihr so viel zahlen für eine Wohnung? Ich meine, klar, Phoebe zahlt 4.000 Euro für einen Wasserhahn.
ne, klar, Digga, 4.000 Euro für den Wasserhahn, Leute, Alter, falls ihr das letzte oder vorletzte Short nicht gesehen habt, da 4.000 Euro hat Phoebe einfach für Wasserhahn, ich kann nicht mehr reden. Kostet, der hat wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank noch. Und die dritte Wohnung, die war schon fast perfekt. Groß geschnitten, Riesenbalkon. Ich habe mich fast schon verliebt, aber ich wurde direkt aussortiert. Also ich werde die Wohnung nicht bekommen. Ach, der Tag ist also mies gelaufen für mich. Ah, aber schade. Aber warum er das Video oberkörperfrei so begonnen hat, ist mir immer noch ein Rätsel, aber naja. Mann, ja. Willst du hier was kaufen? Ja, Schminke. Ah, warte, waren das nicht die Schauspieler? Okay, ich spiele wieder das Spiel, wenn du es auf Türkisch weißt, kaufe ich es dir. Okay, tschakgüzel. Ja? Wieso? Sormu biras. Nee, das sind nicht die Schauspieler, oder? Von eben? Biras. Bisschen Sor? Okay, let's go. Okay, tamam. Ich jetzt dir kaufen soll, musst du wissen, was Schminke auf Türkisch bedeutet. Boya. Okay, Boya kaufen wir also. Okay, ben istiyorum Türkisch Boya. Aşkım, das will ich haben. Okay, wie heißt das denn auf Türkisch? Orje. Okay, oh, nicht schlecht. Ich möchte zwei haben. Du möchtest zwei haben? Dann musst du mir sagen, welche Farben die beiden sind. Mor. Ey, du weißt das? Ich verstehe kein Wort leider. Aber ein paar von euch bestimmt. Excuse me, do you know where I can find the chain smokers? Chain smokers? Yeah. My cousins is actually pretty close friends with the chain smokers themselves. No. I might be able to help you get a collab. Wait, actually? Like that ass, bro. Let's go. Where are we? Look at that. Das ist auch, die Videos sind auch safe gescriptet, aber die sind irgendwie cool. My cousin right here. Yo, what's up, brother? I was waiting for you, man. So you're the cousin, huh? Yeah. You know the chain smokers? You got the cards? Yeah. Yo! Okay. These are the chain smokers, bro. Hey, bro, do you know where the chain smokers are? Oh, I do not know, but they're playing at the Brooklyn Navy Yard. They're playing at the Brooklyn Navy Yard? We tried calling the venue to see if we can get in there. They said no, so I decided to ask my roommate Miles because he has a lot of experience with nightlife, concerts, events, clubs, and all freaking, that stuff. Okay. Ignite Group presents Twilight Harbor, the chain smokers. Yes. Just hit these guys up. Okay, I'm gonna post this on my story. I hope this works. Ignite Group, if you're watching this. Ja, das war nicht so cool. Kann man rausschneiden. Hier kriegt man angeblich 100 Euro, wenn man 100 Sekunden hängt. Für mich doch eigentlich easy mitgenommenes Geld, oder? Aber im ich glaube, so lange da zu halten, ist echt schwer. Internet scheitern alle. Woran liegt's? Ich bin hingegangen und hab mich warm. Weil die Stange sich, glaube ich, dreht, oder? Los geht's. Es gibt einen Grund, warum... Es gibt einen Trick. Das hat er, glaube ich, auch gemacht. Wenn man den Daumen hier auf die Seite macht. Was fast niemand schafft. Der Trick ist, dass die Stange sich dreht. Dadurch kann man nicht nachgreifen und die Hände machen zu und man fällt. Normalerweise schaffe ich halt 5 Minuten. Doch hier bin ich schon nach 50 Sekunden fast an meinem Limit. Doch ich bleib fokussiert. Damit die Stange sich weniger dreht, habe ich meinen Daumen am Anfang unter meine Finger platziert. Das tut heute einfach immer noch weh, aber dadurch dreht die Stange sich nicht mehr so stark. Nach 92 Sekunden waren meine Hände so zu, dass ich mich entschied, nachzugreifen. Ob ich mich dennoch safen konnte, seht ihr im Spaß seht ihr jetzt. Ach, danke dir. Hier kriegt. Oh mein Gott, 3 Sekunden haben gefehlt. Oh, Mann! Hey, warte, wie hieß das gerade, wo er war? Dino Minigolf. Das war mir. Kann dein Headset wirklich eine Delle in deinen Kopf machen? Nachdem in der letzten Woche der Streamer Curtis seine Haare abrasiert hat, um Geld für eine Spendenaktion. Warte mal kurz. Ich hab auch eine Delle. Scheiße! Also naja, in den Haaren. Ich trage nicht auf die Kopfhörer. Ist ihm und dem Chat aufgefallen, dass er eine Delle im Kopf hat. Daraufhin haben mehrere Streamer, aber auch sehr viele Zuschauer ebenfalls von dieser Delle berichtet. Oha! Aber kann dein Headset wirklich eine Delle in deinen Kopf drücken? Die Antwort? Nein. Genau wie der Mythos, dass Videospiele schlecht für deine Augen sind. Ja, aber woher kommt Donny-Delle bei denen im Kopf? Ist auch dieser Mythos falsch. Denn um deinen Schädel zu verändern, braucht es einen Druck von ca. 135 Kilogramm und mein Headset wiegt ein bisschen weniger. Jedoch kann sich die Fettschicht und deine Haare natürlich durch stundenlanges Headset-Tragen temporär... Ja, aber wie ist mit den Haaren? Eindellen. Kann dein... Ja, aber Tyler ist es nicht temporär. Der Breder hat es gefühlt für immer. Wörter, die komisch heißen. Du schneist es nur, wenn du es machst. Bei mir heißt... Ichen. Bei ihr Sieschen, bei ihm Erschen. Und bei uns Wirschen. Y ist Wirchen. Der dümmste Buchstabe aller Zeiten. Warum? Erstens, wie kann sowas Kurzes so lang heißen? Und zweitens, kann man es jedes Mal durch ein I ersetzen und das Wort... Gymnasium, Barbie, System, Bayern, Volleyball... Stimmt, warum gibt es das Wort überhaupt? Denk genau gleich. Wenn das ein Einhorn ist, dann ist das ein Zweihorn. Warum ist es schlimm, nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben? Vielleicht sind ja ein paar gerade in der Spülmaschine. Ein Baum heißt Baum, weil er aussieht wie ein Baum. Stehen jedoch 3 Bäume nebeneinander, heißt es Tree. Ist doch klar, dass ich bei einer Klassenarbeit direkt bei der ersten Aufgabe aufgebe. Das längste Wort heißt Rinderkennzeichnungs-, Fleischetikettierungs-, Überwachungsaufgaben-, Übertragungsgesetz.
Was soll ich dazu sagen? Endlich mal ein sinnvolles Wort. Wörter, die. Stimmt, ja, genau. Habt ihr schon mal ein Polizeiauto berührt während der Fahrt? Nee, noch nicht. Alarm! Oh. Oh. Alarm! Jetzt geht Alarm an. Ja. Oh, der kommt irgendwie raus. Oh, der kommt echt raus. Moin. Moin. Mach mal den Visier hoch. Er hat doch nur das Auto berührt. Was gehst du denn aus der Karre ran? Ich wollte nur gucken, ob das... Ich hab's nur kurz berührt mit dem Finger. Wie heißt du denn? Sören. Wie? Sören. Sören? Ah. Also ich hab's wirklich nur berührt. Immer eine schlechte Idee sowas. Will ich nicht machen. Hä, aber warum ist das nur berührt? Was ist daran so schlimm, Herr Polizist? Tut mir leid. Schönen Tag noch. Du hast es gerade wirklich noch gesagt. Ja, wie das denn... Aber wir haben schon im Rückspiel geguckt, du warst einfach mega... Vielleicht durch die Kamera oben. Ja, ja, safe. Dauerhaft an? Ja, keine Ahnung. Ich habe eine Rückwärtsgang eingemacht. Was gesagt? Die steigen aus, das steigt die echt aus. Das kann nicht wahr sein. Ich drehe durch. Das ist ja so, keine gute Idee. Der Pikachu-Helm ist ja mal so cool, ne? Dann will man einmal lustig sein. Guck den Pikachu-Helm an. Und dann wird einem die Respektschelle virtuell gegeben. Bam, bam. Oh, das ist Blackout, den kenne ich sogar, der ist voll cool. Habe ich ihn echt schon getroffen. When you see it, it is impossible to unsee. Okay, was sehen wir nicht? Was übersehe ich denn? Leute, was übersehe ich? Ich brauche die Kommentare. Ich check's nicht. Confused Gang, ja, scheiß drauf, das ist Quatsch. So viel Geld habe ich im letzten Jahr mit Spotify verdient. Das hier ist kein Flex-Video oder so, ich will okay. Jetzt nicht sagen, oh, Flexen. Guck mal, wie viel Geld nein, ich verdiene. Nein, ist Flex, ist Flex. Ich will dir nur zeigen, wie du das für dich ausrechnest, falls du selber Musik machst. Und man muss dazu sagen, okay, dass ich im Jahr 2022 nur einen Song rausgebracht habe. Aber das habe ich auch schon dieses Jahr geändert, ich bringe jetzt jeden Monat einen Song raus, damit 75.000 monatliche Views. Mehr von Spotify ab. Jetzt gerade habe ich erst diesen Song hier rausgebracht. Auch in der Luft alle Feelings verbrannt. Brüder, sie kommen wie Cherokee-Stamm. Also insgesamt habe ich im letzten Jahr 2.658.411 Streams generiert. Und für einen Stream bezahlt Spotify 0,003 Euro. Wenn man diese beiden Zahlen nimmt und miteinander multipliziert, kommt man auf 7.965. Wir müssen Musik machen. Leute, wieso haben wir noch keine Band? Falls ihr eine Band seid oder so und einen Sänger braucht, weil ich kann kein Instrument spielen, hittet mich auch. 40 Euro und 23 Cent. Ich habe Reichweite, ich kann nicht singen, aber ich kann wahrscheinlich besser singen, als ein Instrument zu spielen, deswegen... Brutto. Das heißt, davon gehen auch noch Steuern ab und mein Vertrieb kriegt auch nochmal 20%. Also um wirklich gut von Spotify leben zu können, muss man schon ein sehr, sehr erfolgreicher Künstler sein. Deswegen check mal neuen Song Niagara ab und helft mir dabei. Ich hab Bro. So viel. Ich hab den größten Kackkeller in das geilste Zuckerparadies umgebaut. Wie oft will ich das eigentlich noch sagen? Ich hab 1000 Euro ausgegeben. Kahn, du musst mich einladen, wie gesagt. Ich hab gelacht, geblutet. Ich bin durch dick und dünn gegangen. Meine Playstation wurde geklaut. Und Mordung, ich hab mein Leben riskiert. Darf ich den Keller umbauen? Kahn. Und wofür das alles? Damit mir meine Mutter am Ende alles verbietet. Sie hat die Schlüssel. Ich komm da nicht rein. Ich darf nicht rein. Mama, warum machst du das? Dein Sohn hat auch Gefühle. Aber keiner hält mich auf. Doch, die Tür. Halt die Fresse. Meine Mutter hat dir schon alle meine 20 Handys einkassiert. Hier ist mein iPhone 12, iPhone 4, Samsung. Und jetzt das? Ist das dein Ernst? Ich will auch bald anfangen mit Streamen. Ich brauch doch ein Setup. Und deswegen? Gaming-Tisch. Gaming-Stuhl. Gaming-Tastatur. Ach du Scheiße. Digga, damals hat schon Mozart damit Fortnite rasiert. Für Fortnite. Und eine echte Maus. Ich würde gerne wissen, wie lange Kahn für einen Short braucht. Das Gaming-Maus. Ist ja krass. Danke dir. Und eine geile Kamera. Ja, das war eigentlich voll gut. Leute, ihr müsst mir helfen. Supportet. Bald kommt der erste Stream und keiner wird mich aufhalten. Meine Mama hat mich aufgehalten. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Aber dafür den Ersatzschlüssel. Hey, wo? Na, hier. Ja, okay, das klappt nicht. Hier ist der Schlüssel. Ey, das Zimmer sieht so krass aus. Oh mein Gott, in meiner Story sieht ihr den ganzen Raum weinen. Ich hab den größten... This guy did a 1000 push-up challenge in public to see how people would react. As he continued, people began to mock him, pretending to step on him and kick him while doing the challenge. But some people were supportive and began to join him doing push-ups at his side. And as he continued, people kept messing with him and even sat on his back hoping to mess him up, but he still wasn't stopping yet. People even began kicking over his water bottle and were mad at him for doing this. He was getting exhausted. He's so embarrassing that Bray sieht einfach... Hör, es ist Fix! Fix, das ist ein anderer Kanal! But sometimes people would come over to motivate him to keep pushing. And finally, 1000 push-ups later, he completed the challenge after 55 minutes of hard work. In einer Stunde 1000 Liegestütze, Leute, wir schaffen nicht mal eine Stunde 10, oder? So, okay, Leute, das war's mit Shots. Lasst gerne einen Daumen nach oben und unten, aber dafür mehr Shots und bis zum nächsten Mal, liebe und ciao!